Willkommen, liebe Pfeifen- und Tabakfreunde auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr herübergerutscht. Ich wünsche euch für dieses Jahr viel Erfolg, Gesundheit, Glück und viele, viele Pfeifen, viele, viele Tabake. Und sowohl eine Pfeife als auch einen Tabak möchte ich heute hier verlosen. In der steuerlichen Tonpfeife blubbert ein Kirschtabak vor sich hin. Und zwar ein ganz besonderer. Ich lege die Pfeife mal zur Seite. Sie ist vermutlich nicht das ideale Rauchgefäß dafür. Aber ich muss auch sagen, es ist mein allererster Fruchtaromat, den ich geraucht habe bisher. Das stimmt nicht ganz, weil mir jetzt, als ich dieses Aroma erstmals wieder auf der Zunge hatte, eine Geschichte eingefallen ist, die ist relativ lange her. Und zwar mein Bruder, der hat auch mal Pfeife geraucht. Und das muss so in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Und da muss ich etwa, weiß ich nicht, da muss ich, sage ich mal, ich war 10 Jahre alt. Und da haben wir gemeinsam einen Ausflug nach Sizilien gemacht. Und da hatte er seine Pfeife und seinen Tabak dabei. Und das habe ich ihm dann mal entwendet. Ich dachte mir nämlich damals auch, das riecht aber gut und was macht der da überhaupt? Und da so ein Ding. Und eines Abends, als er nicht da war und ich mich einigermaßen sicher fühlen konnte, habe ich mir seine Pfeife geschnappt und diesen Tabak geschnappt. Ich hatte ja gesehen, wie das ungefähr funktioniert und habe mir damals eine Pfeife gestopft und da ein bisschen dran gezogen. Er hatte damals, glaube ich, auch irgendeinen Cherry eben, diesen Tabak da mit dem Segelschiff drauf, den es da in der Pouch-Version gibt. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Von daher könnte ich eigentlich auch sagen, dass ich jetzt bald schon seit 30 Jahren Pfeifenraucher bin. Aber wie dem auch sei, also ausgelöst hat diese Erinnerung jetzt tatsächlich gerade der Geschmack dieses Kirschtabaks von Wilhelm und Richard Stiel aus München. Und mit diesem Tabak hat es eben auch was Spezielles auf sich. Den hat sich irgendwann mal wahrscheinlich mein Vater aufschwätzen lassen. Der ist auch eben eigentlich Raucher dieser länglichen Virginia-Zigarren, die im süddeutschen Raum, im Schweizer und österreichischen Raum sehr beliebt waren. War eigentlich Raucher dieser Geschichten, aber hat auch immer mal wieder mit Pfeifen ein bisschen getändelt, sagen wir mal. Und da wird ihm der Richard Diehl wohl mal eine Pfeife und diesen Tabak verkauft haben. Der Tabak ist schwer zu sagen, wie alt der ist, aber er stammt noch aus D-Mark-Zeiten. Und ich denke, dass er auch einige Jahre vor der Einführung des Euro bei Diehl gekauft wurde. Genau kann ich es aber leider nicht sagen. Jedenfalls möchte ich diesen Tabak hier verlosen. Und zwar möchte ich ihn die Dose werde ich behalten, aber den Inhalt der Dose, die war fast noch vollständig. Ihr habt es ja gesehen in einem der Videos, die ich da über Opas Tabake gemacht habe, das war Papas Tabak, habe ich ja rehydriert. Da war aber in dieser Dose war noch eine Restfeuchtigkeit drin, das heißt, der war nicht ausgeraucht und war nicht vollkommen trocken, sondern da war noch Substanz da. Den Tabak habe ich trotzdem einigermaßen rehydriert und behandelt und habe ich jetzt hier drin, also circa 100 Gramm. Eine Füllung habe ich mir jetzt selbst erlaubt zu entnehmen, um sowas mal zu probieren, aber da werde ich nicht warm damit. Und zum Wegschmeißen ist er zu schade, weil ich finde, dieser Aromat ist absolut noch da als Fruchtaromat. Es ist auch wieder ein interessanter Hinweis auf das, was man eben oft hört, dass man sagt, Aromaten würden sich nicht zum Lagern eignen. Und dieser Aromat hier, der hat jetzt bestimmt auch schon locker 20 Jahre auf dem Buckel und war da in der Dose
Und was ich jetzt von der Pfeife sagen kann, er ist im Geruch da, aus der Schachtel hier. Er ist in der Raumnote da, er ist in der Pfeife da. Und ich habe da gerade auch an der blöden Tonpfeife gezogen wie ein Stier, weil nichts mehr durchging. Und das hat er auch gut verkraftet. Also ich könnte mir vorstellen, wer sowas mag, Fruchtaromaten mag oder insbesondere auch Kirsch, der sollte heute bei dieser Verlosung teilnehmen. Und die Frage, die ich dazu stelle, die zu beantworten ist, wer von den beiden Tabakgeschäften in München, Huber im Tal oder Wilhelm Richard Diehl in den Fünf Höfen, wer von diesen beiden Tabakgeschäften ist das ältere und wann ist das Gründungsjahr oder was wird als Gründungsjahr angegeben dieses Tabakgeschäfts? Das also die Frage. Und bei dieser Frage geht es eben um den Kirschtabak, um die Verlosung des Kirschtabaks. Ich werde den Tabak in zwei Portionen teilen, und sodass es da zwei Gewinner geben kann. Und als, ja, als Einsendeschlussdatum möchte ich an sich sagen, ab dem Tag, ab dem das Video läuft, nämlich ab heute, und heute haben wir den 2., dann sagen wir ab dem 9.00 ist 0 Uhr ist Einsendeschluss zu diesen Fragen. Lass mal das jetzt mal circa eine Woche stehen. Und dann möchte ich noch was Zweites verlosen. Wo haben wir sie? Hier habe ich eine Oldenkott aus der neuen Serie, aus der ersten Serie der neuen Serie. Eine Oldenkott Braun 1314. Das ist dieses Outdoor-Shape. Ich mal doch. Ja, grundsätzlich fünfmal nochmal nein. Sonst immer sind die blöden Dinger zur Hand und jetzt findet man es nicht. Unerhört. Das ist dieses Outdoor-Shape und die gebe ich zur Verlosung frei. Die Pfeife hat hier an der Rückseite momentan noch zwei relativ unscheinbare Kittstellen, aber ich ziehe die aus dem Verkehr, weil ich sie so jetzt, ich weiß, Kittstellen sind nichts Schlimmes, aber ich gebe die Pfeife so nicht in den Verkauf und ich möchte sie stattdessen verlosen. Wir alle wissen, dass Kittstellen nichts Böses sind, aber die Kittstellen, die ich sonst so bei den neuen Oldenkott-Pfeifen gesehen habe, die sind, wenn, dann an sehr ja, verdeckten Stellen, also am Boden oder sonst wo. Aber hier hätte ich Bedenken, dass die vielleicht eines Tages besser rauskommen und so und dass sich dann derjenige, der sie gekauft hat, vielleicht darüber ärgert. Also ich sag's ganz frank und frei. Die hat eben da auf der Rückseite zwei Kittstellen, aber die möchte ich auf diesem Wege auch in die Neujahrsverlosung bringen. Und die Frage hierzu lautet: An welchem Tag wurde die neue Oldenkott-Serie eingeführt, wieder eingeführt? An welchem Tag und in welchem Jahr fand die Wiedereinführung der neuen Oldenkott-Pfeifen statt? Auch hierfür ist das Einsendedatum der 9. Januar 0 Uhr. Ich bitte ausschließlich um private Nachrichten. Es ist natürlich bescheuert, wenn die Antworten in den Kommentaren stattfinden. Wer das macht, den schließe ich auch gleich aus von der Verlosung. Bitte also nur private Nachrichten oder ihr könnt mir auch an meine E-Mail-Adresse pfeifendepot@web.de schreiben. Die hänge ich nachher noch runter in den Kasten. Die beiden Fragen lauten also nochmal: Was ist das
älteste, das ältere, nicht das älteste, das älteste Pfeifengeschäft Münchens ist der Zechbauer, aber das wissen die wenigsten Münchner sogar und die Zurgroßen wissen es sowieso nicht. Und die Frage ist, welcher von den beiden anderen bekannten Münchner Tabakhäusern, nämlich Huber und Diehl, welcher von den beiden ist das ältere Fachgeschäft in München? Und die andere Frage zu der Oldenkotpfeife lautet, wann fand die Wiedereinführung der neuen Oldenkotpfeife genau statt? An welchem Tag, in welchem Jahr? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Verlosung wird dann so stattfinden, dass alle, die bis zum 9. Januar sich gemeldet haben, ihren Namen auf einen Zettel geschrieben bekommen und die kommen dann in die Lostrommel und da greife ich dann blind hinein und da suche ich mir dann den oder die Sieger aus. Drei kann es geben. Nochmals alles Gute zum neuen Jahr. Schöne Grüße, Bombadonius.